noch etwa 2 Meter weiter anheben. Nach links, etwas mehr nach links. Okay, alles klar. Und jetzt absetzen. Na los, komm runter mit der Kiste. Die Lesung ist vorbei. Was soll das? Wer sind Sie? Ich bin Ärztin. Haben Sie eine Hornhauttransplantation erhalten? Ja. Alle Empfänger von Organen dieses Spenders sind entweder schwerkrank oder tot. Ihre Handtasche. Ich fühle mich gut. Die anderen Betroffenen fühlten sich vorher auch gut. Er hat nicht die Hände fallen lassen. Die Muskelspannung war also erhalten. Sagen Sie es schon. Sie hatten recht. Gott, was bin ich doch kleinlich. Sein Muskelbonus war erhalten, aber durch den Treffer bewusstseinsgestört. Das zeigt ein Temporal ab dem Anfang. Wird der Privatdetektiv jetzt für uns in die Patientenwohnung einbrechen? Nur dafür haben Sie Medizin studiert. Das werde ich Ihnen doch jetzt nicht vorenthalten. Er ist besser als wir. Kostet mehr. Machen Sie eine Hirnbiopsie. Nein. Sagen Sie's. Sie hatten recht, aber nein. Der Temporallappen steuert Hirn, Sprache und Gedächtnisfunktion. Wenn Sie all das verlieren, macht Sie das zum idealen Date. Aber davon abgesehen... Nach einer Hirnbiopsie ist sie vielleicht nur noch ein Stück Gemüse, das nichts mehr sieht, hört und sich an nichts mehr erinnert. Sie haben recht. Sie hat viel, für das es sich zu leben lohnt. Haben wir denn nicht noch einen Patienten, der mit seinem Leben so gut wie abgeschlossen hat? Aufgrund seines Alters wäre bei ihm eine Hirnbiopsie okay? Nein, sie wäre okay, weil er exgeht, wenn sie nicht erfolgt. Holen Sie sich von der Witwe grünes Licht. Nein. Die Lungenentzündung ist eine Komplikation der eingeschränkten Bauchspeicheldrüsenfunktion, ist aber heilbar. Der Eingriff ist seine beste Chance, wenn wir feststellen können, was genau... Wie kann ein Eingriff, der ihn wahrscheinlich umbringt? Ich habe nicht gesagt, dass... Sie sagten, er sei extrem riskant. Was genau bedeutet für Sie extrem? Bitte. Tut mir leid, ich kann's nicht. Ich habe auch einen Mann und eine 2-jährige Tochter. Sie heißt Julia. Sie würden dadurch ihre Mutter retten. Ich glaube, Sie lügen. Sie hatten nicht einen Besucher, nicht einen Anruf, seit Sie eingeliefert wurden. Hat sie wirklich ein Kind? Nein. Aber Ihr Leben ist es dann noch wert? Mehr als das meines Mannes. Ich habe gelogen, um mein Leben zu retten. Würden Sie das nicht tun? Nicht auf Kosten eines anderen Lieber Menschen. Lieber berauben Sie mich meiner letzten Chance, damit Ihr Mann noch ein paar Tage länger nach Luft schnappen kann. Halten Sie den Mund. Ich Ladies, will kein Wort mehr von Ihnen hören. Sie wollen Ihre Schuldgefühle. Frank? Geben Sie mir ein Skalpell. Frank! Hier. Seth liegt bereit. Herzstillstand. Defilet. Achtung! 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 Frank! Achtung! 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 Hat sie ja gesagt? Nein. Dann schicken Sie Foreman zu ihr. Alte Menschen haben Angst vor Schwarzen. Das können Sie vergessen. Der Patient ist tot. Servieren Sie das Gehirn. Ich brauche keine Einwilligung für eine Autopsie. Endlich wird's ernst. Es wird ja auch. Das Herzfrequenz ist unregelmäßig, die Atmung erschwert und die Koloskopie zeigt immer noch keine Lecks. Und wenn es doch autoimmunbedingt ist? Und wenn wir mal von Diskussionen absehen, die wir schon geführt haben...
Vier von den fünf Verstorbenen sind nicht dahingesiecht. Wir haben nicht die Zeit, Dinge abzuhaken, die schon abgehakt sind. Nichts passt. Sehen Sie, das ist zum Beispiel ein Thema, das wir schon hatten. Sie ist krank, irgendwas muss passen. MS? Nein. Okay, ab jetzt sagt jeder nur das, was noch von keinem gesagt wurde. Wo wollen Sie hin? Sie entnehmen CSF und machen einen Agar-Gel-Diffusionstest auf versteckte Proteinmarker und sequenzieren anschließend Ihre Gene. Ich beginne die Behandlung. Behandlung auf was? Krebs. Es ist kein Krebs. Eine Chemo ist toxisch. Es ist wenigstens etwas. Denn auf irgendwas sollten wir Sie behandeln. Bestens. Wo ist Ihre Akte? Sie haben Alarm gedrückt, um Ihre Akte einzusehen? Ich weiß, das war ungezogen. Ich bin aber sicher, dass sie am Bett befestigt sein müsste, damit gehbehinderte Ärzte sie nicht suchen müssen, während die Patienten sterben. Ich danke vielmals. Und etwas Pfefferminztee, wenn es Ihre Zeit gestattet. Sie müssen hier was unterschreiben. Einwilligung zur Chemotherapie. Habe ich Krebs? Nein. Dann haben Sie Testergebnisse, nein. Die... Warum soll ich dann unterschreiben? Das ist eine gute Frage, die eine komplizierte Antwort verdient. Placebo-Effekt. Menschen haben Vertrauen in Ärzte, sie haben Vertrauen in die Diagnose und Vertrauen in die Medizin. Manchmal reicht schon der pure Glaube, um eine Besserung zu erzielen. Das bringt uns dazu zu denken, die falsche Antwort sei die richtige. Und das ist fatal. Sie haben also den Beweis, dass es Krebs ist, können es mir aber nicht sagen, weil ich dadurch falsch auf die Behandlung reagieren könnte. Wenn dem so wäre, wäre das sicher nicht falsch. Denken Sie, ich könnte Ihnen sagen, dass es so ist. Ich war praktisch blind vor der Transplantation. 10% Restsehschärfe. Haben Sie diese persönlichen Dinge mit Dr. Foreman besprochen? Interessiert Sie nicht, wer ich früher war? Augenblicklich sind Sie eine hornhauttransplantierte Mathe-Dozentin. Also waren Sie früher eine blinde Mathe-Dozentin. Ich war Architektin. Und den Beruf haben Sie aufgegeben, nachdem Sie sehen konnten? Die Welt war hässlich. Denken Sie, die Welt wäre anders, wenn Ihr Bein gesund wäre? Nein. Denken Sie, Sie wären ein anderer, wenn Ihr Bein gesund wäre? Ich meine, die Ärzte sagten zu mir, dass mein Leben viel schöner werden würde, wenn ich richtig sehen könnte. Ich würde ausgehen, ich würde tanzen. Aber mit den Männern, mit denen ich vorher schon nicht tanzen wollte, wollte ich es immer noch nicht. Meine Eltern waren immer noch tot. Ich war immer noch allein. Sehr aufbauend. Sie sind auch nicht besser.